Ich darf heute was ziemlich Schönes machen. Ich darf nämlich über Kultautos aus absoluten, logischerweise Kultfilmen reden. Und zwar aus den 60er Jahren. James Bond, Goldfinger und Bullet mit dem genialen Steve McQueen als Frank Bullet. Und die beiden Autos stehen hier auch schon. Ein Aston Martin DB5 und ein Ford Mustang. Nicht ein Bullet, sondern er hat im Bullet mitgespielt. Und ich darf dir heute erklären und viel drüber reden. Und ich sage euch was, das wird gut. So, und jetzt quatschen wir mal ein bisschen über den Ford Mustang aus dem Film Bullet. Und erstmal eine ganz wichtige Sache. Dieses Auto heißt nicht Ford Mustang Bullet. Es gibt inzwischen Sondermodelle von Ford, die heißen Ford Mustang Bullet. Damals hat das Auto im Film Bullet mitgespielt und daraus kamen dann später auch die Sondermodelle. Aber das hier ist erstmal ein Ford Mustang GT, ein Fastback mit dem 390 Cubic Inch Motor, also auf heutige Maße übersetzt 6,4 Liter Hubraum. Der kam ja damals im 68er Baujahr in das Auto hinein. Nennt sich auch Big Block, auch wenn jetzt die GM-Fans so ein bisschen aufschreien werden, wenn sie sagen, nein, aber nur GM hat den richtigen Big Block. Nein, auch Mustang-Fans unterscheiden zwischen einem Small Block, ja, zum Beispiel zwischen dem 289 Cubic Inch Motor und zwischen dem, der hier drin ist, nämlich der 390 Cubic Inch. Und weil auch der Motor insgesamt ein bisschen breiter gebaut hat, musste die Karosserie etwas üppiger dimensioniert werden. Und wenn man hier die Motorhaube aufmacht, da sieht man auch, wie er da sehr, sehr schön drin kauert und sieht, wie groß dieser Motor auch in dem kleinen Modell hier noch wirkt. Also wenn man gerade so den Small Block V8 für den Mustang sieht und sieht daneben den Big Block, was nicht sofort einen Hinweis auf den Hubraum gibt, auch wenn die Big Block meist mehr Hubraum hatten, sondern vor allem mal darauf, dass der Block des Motors insgesamt einfach größer war. So, das war damals die Basismotorisierung für den Ford Mustang GT, der eben für diesen Film verwendet wurde. Die Farbe heißt übrigens Highland Green. Wobei, die gab es so exakt gar nicht auf der Straße. Da hat auch Steve McQueen ein bisschen was damit zu tun. Das klären wir aber gleich noch. Jetzt gehen wir erstmal zurück ins Jahr 1968, als das Auto geboren worden ist. Und zwar exakt genau im Januar 1968. Und man denkt jetzt, naja, die haben jetzt für den Film halt einen Ford Mustang genommen und der wurde dann im ganzen Film durch die Gegend gefahren. Ja, die sind aber ziemlich heftig damals gefahren. Das war jetzt gerade der Dodge Charger. Aber, übrigens, bevor ich weiter erzähle, diese Szene ist ganz lustig. Hier, wo Frank Bullet zurücksetzt, dann wieder nach oben fährt und man denkt, cool, hier mit den Rädern, die ordentlich Qualm verursachen, das haben die exakt so geplant. Nee, in Wirklichkeit hat sich Frank Bullet an der Szene verfahren und es sah halt so geil auf der Kamera, dass man entschieden hat, das lassen wir exakt genauso im Film drin. So, also zurück zu den Autos. Es gab mehrere Autos. Es gab einen Beauty Mustang und es gab einen Mustang für diese Fahrszenen. Denn man wollte ja, egal was passiert, immer noch ein Auto haben, was halt ordentlich aussieht. So, und jetzt gucken wir uns den Mustang mal ein bisschen an von damals. Und jetzt komme ich wieder zurück zur Farbe. Denn dieses Highland Green war üblicherweise mit einem Klarlack versehen. Und dieses Auto ist ja jetzt, wirkt ja jetzt der Lack eher stumpf, so ein bisschen salzig, wie Steve McQueen damals sagte. Und das war auch sein Wunsch. Er wollte das Auto ganz speziell designt haben. Und dafür haben sie vom Originallack mit einem Cleanser, wie es auf Englisch heißt, oder quasi einem Lackreiniger, den Klarlack abgetragen, damit das ganze Auto stumpf wurde und eben diesen salzigen Look quasi bekommen hat. Und dann war ihm das Auto insgesamt mit zu viel Shishi ausgestattet. Also diese ganzen Ford-Logos, die Pferdchen, Pony, das wollte er alles weg haben. Er wollte ein cleanes Auto haben. Das hat ihm aber noch nicht gereicht. Er wollte auch noch andere Felgen hier drauf haben, weil die klassischen Stahlfelgen waren ihm einfach nicht extrovertiert genug. Und deswegen wurden hier American Racing Torque Thrust Felgen drauf gemacht. Hier mit diesem klassischen 5-Speichen-Design, das man heutzutage zum Beispiel beim aktuellen Ford Mustang Bullet Sondermodell auch wieder sieht. Und es sollte auch kein Weißwandreifen sein, sondern es sollte wirklich ein schwarzer Reifen sein. Ja, das hat damals diesen legendären Look ausgemacht. Wenn man sich fragt, wieso sieht der Bullet so aus, wie er da aussieht, Steve McQueen wollte das so. Was ganz wichtig ist, natürlich hat der Film mit dem Ford Mustang Ford richtig gut getan. Und es gibt auch heute noch Leute, die immer noch sagen, ja, damals mega gutes Product Placement. Ja, man hat den Dodge Charger für den Bad Guy genommen und man hat den Mustang für den Good Guy genommen. Besser kannst du ja ein Auto gar nicht darstellen. Die Wahrheit war aber, dass Ford diese Mustangs nicht für den Film gestellt hat, sondern man hat sie offiziell beim Ford Dealer gekauft. Ja, ich habe hier auch nochmal
die Originalrechnung. Das heißt, der Basismustang ohne die Erweiterungen, die damals noch drin waren, hat erstmal $2,712 gekostet. Insgesamt war man dann über $3,800 für den Mustang. Muss man sich mal vorstellen, $3,800, dann hattest du so ein Gerät damals da stehen. Aber die Mustangs für den Film wurden ja nicht nur optisch verändert, sondern es gab ja sehr extreme Fahrszenen. Das heißt, die wurden richtig rangenommen, die mussten viel springen, die mussten auch ordentlich Leistung haben. Und deswegen ist man mit den Mustangs zu einem berühmten amerikanischen Tuner damals gegangen, Max Balchowski, wie auch immer man ihn ausspricht. Und der hat die Autos nochmal angepasst. Und eine Sache muss ich auch gleich noch dazu sagen, falls mir irgendwann rausrutscht, dass ich sage, der Bullet fährt, ja, verzeiht mir das, weil es ja heutzutage Bullet-Sondermodelle gibt. Ja, in diesem Film ist es definitiv nicht der Bullet, sondern Frank Bullet fährt das Auto und es ist immer noch ein Ford Mustang. So, was hat der Max Balchowski oder wie auch immer er heißt, mit dem Auto gemacht? Er ist an den Motor erstmal ran, hat sich dort die Vergaser vorgenommen, hat die optimiert und er hat die Ansaugung geöffnet. Da ging es aber vor allem erstmal nicht um Leistung, sondern um Sound. Und wenn man den Film sich anschaut und hört den Sound dieses V8-Motors, dann weiß man, wieso das so wichtig war, dass das eben richtig gut rüberkommt. Ja, das ist einfach der helle Wahnsinn, wie so ein 6,4 Liter frei saugender V8-Motor klingen kann. Und egal, wie man zu solchen Motoren steht, also ich kriege da Gänsehaut, wenn ich mir sowas anhöre. So, jetzt hat man aber auch gesehen, die Autos mussten relativ viel springen. Das heißt, am Bullet, damals wieder, am Ford Mustang, wurde für den Film Bullet nochmal ordentlich was am Fahrwerk gemacht. Das heißt, die Blattfedern wurden optimiert, die haben einen anderen Winkel bekommen, die Dämpfer wurden nochmal verstärkt. Es wurde also einiges gemacht, auch zum Teil an Stabilisatoren, um die Autos eben fit für diesen Film zu machen. Aber es gab ja ein Auto für die Stuntaufnahmen und einen, ja, wenn er dann nach den Stuntaufnahmen nicht mehr so gut aussah, den man dann einsetzen konnte für die Beauty-Shots. Und die Stuntaufnahmen, das ist das Geniale, die hat zum größten Teil alles Steve McQueen damals selbst gefahren. Man sieht das auch immer wieder im Auto, wo man ihn direkt sieht. Oftmals siehst du ja in den Filmen gar nicht den Fahrer, sondern wird dann geschnitten und sitzt halt ein anderer drin. Aber er ist das selbst gefahren und er ist so lange selbst gefahren, bis seine Frau insistiert hat und hat gesagt, Junge, das war eben knapp, jetzt fährst du nicht mehr. Und dann ist er nicht mehr gefahren, aber die meisten Szenen ist er gefahren. Und den Dodge Charger, den hat damals Bill Hickman gefahren, ein Stunt-Driver, der unter anderem auch mal bei James Bond mitgespielt hat. Aber zu James Bond kommen wir ja gleich noch. Und der, das kann man Fun Fact einfach noch dazu erzählen, Bill Hickman damals einer der ersten war, der am Unfallort war, wo James Dean tödlich verunglückt ist, weil er der Stuntfahrer von James Dean war. Ich weiß nicht, jetzt immer wieder Steve McQueen. Da ist er, das ist Bill Hickman. Der war eigentlich nur Stuntfahrer, eigentlich kein Schauspieler, sondern Stuntfahrer. Aber jetzt zurück nochmal zum Ford Mustang und zwar ganz speziell zu diesem Modell hier. Denn einer der Original-Mustangs, das waren ja die zwei, die für die Verfolgungsszene benutzt wurden, war ja 45 Jahre im Besitz einer Familie, die das Auto dann mit der ganzen Patina, die drauf war, für $3,7 Millionen verkauft hat. Und wenn man die Verfolgungsjagd sieht und vor allem auch am Schluss, wie der Mustang in dem Film aussieht, dann ist hier das komplette Seitenteil auch eingedrückt. Deswegen gehe ich einfach mal stark davon aus, dass das hier quasi das Beauty-Modell war, das die ganze Zeit nur nebendran gestanden hat und zugeguckt hat und dann eine schöne Figur machen konnte, aber ansonsten nichts gemacht hat. Und dass das Modell, das man genommen hat, um diese ganzen Verfolgungsszenen und auch Kampfszenen auf der Straße zu filmen, dass das nicht mehr existiert. So, und jetzt können wir uns auch mal dieses Modell hier ein bisschen angucken, denn das ist wirklich sehr, sehr schön von der Patina nachempfunden. Ich finde auch schön, dass man es geschafft hat, den Lack so rüber zu kriegen, dass das schön stumpf wirkt. Man hat hier noch so ein paar Sprenkel drauf gemacht. Da müsste man sich jetzt das Originalauto nochmal anschauen, ob das wirklich genauso aussah. Was mir als Motorfan sehr gut gefällt, ist, wenn du hier vorne reinschaust und siehst dann diesen Big Block in dem klassischen Ford Blau da drin liegen. Exakt genauso waren die Motoren auch lackiert. Hier oben auch mit dem Luftfiltervergaser. Das sieht also wirklich schön aus und es hat vor allem eines, es hat ein schönes hohes Gewicht. Also du fasst diese Motorhaube an, hast das Gefühl, jawohl, da ist was dahinter. Eine Sache, die gefällt mir nicht so gut, die finde ich sehr schade, das ist das Nummernschild vorne. Da ist nämlich nicht das Original Nummernschild drauf. Ich weiß nicht, ob man es im Film vielleicht gleich mal sieht, sondern da ist hier einfach die Werbung des Herstellers drauf. Das kann man machen, aber nur dann, wenn man zumindest einen Aufkleber beilegt, wo man das Original Nummernschild drauf
setzt, weil ich finde, dieser Look des Nummernschilds macht das Auto so ein bisschen kaputt und da möchte ich eigentlich das originale Nummernschild von damals sehen. Ganz kurz, das muss ich zu den Nummernschildern noch hinzufügen. Das ist nicht nur der Hersteller dieses Modellautos, Micum, sondern es ist auch die Auktion. Und ich könnte unter Umständen ja verstehen, dass das Auktionshaus sich auch nochmal zeigen will und damals auf der Auktion eben dieses Nummernschild drauf war. Aber ich will als Bullet-Fan das Original-Nummernschild sehen. Ja, nicht das der Auktion, weil das sagt mir nichts, aber der Film sagt mir dagegen sehr, sehr viel. So, jetzt kommen wir mal zum Preis des Autos. Das Modell ist nicht günstig, ja, da ist man mit ungefähr 100 Euro dabei. Und das ist insofern ganz interessant, weil der Aufpreis für den 289 Cubic Inch Motor beim Mustang damals erstmal etwas mehr als 100 Dollar betrug, also das, was du heutzutage hier für das komplette Modell bezahlst. Und der Aufpreis für den 390 Cubic Inch Motor, also den Big Block, der betrug 158 Dollar. Ja? Anstatt den kleinen, den größeren Motor. So wurde das damals wirklich auf der Preisliste gemacht. Vielleicht kann man sie ja auch nochmal einblenden, wo man genau sieht, Basis Mustang, Preis für den 289er, Preis für den 399er. Und in Dollar hast du damals also für den 289er Aufpreis kaum mehr gezahlt als heute für das ganze Modell. Muss man sich gönnen wollen. Auf der anderen Seite kriege ich sehr viel Gewicht, sehr viel Material, auch sehr viel Metall fürs Geld. Mir persönlich wäre es als Fan des Films das wert. Dann geht es jetzt zum nächsten absoluten Kultauto aus den James Bond Filmen. Und zwar ganz speziell aus dem Film Goldfinger 1964, Aston Martin DB5. Wahnsinnsauto, aber man muss fair bleiben, das Auto war erstmal für den Film so gar nicht vorgesehen, sondern da geht es schon so ein bisschen um klassisches Product Placement, denn der Autor der James Bond Romane, Ian Fleming, hatte in seinem Buch zu Goldfinger erstmal ein anderes Auto vorgesehen, also einen Aston Martin DB2-4 Mark III, weil der eben damals aktuell war und noch nicht der DB5, der 1963 dann auf den Markt kam. Aber weil man für den Film eben ein aktuelles Auto haben wollte, ein bisschen Product Placement, auch ein bisschen zeigen, was Aston Martin kann, hat man den DB5 anstatt des ursprünglich geplanten Autos genommen. Hat dem Film nun wahrhaftig nicht wehgetan. Man sieht ja jetzt hier auch im Hintergrund, wie das Auto durch die Schweizer Berge pilotiert wird. Und ganz lustig, wenn man auch die Frau jetzt sieht, die in einem wunderschönen Ford Mustang Cabrio fährt, was auch wieder die Brücke quasi zum Ford Mustang aus dem Film Bullet ein bisschen schlägt. Aber okay, zurück zum DB5. Der DB5 war damals schon ein automobiles Wunderwerk. Ja, es war auch ein teures Auto. Der hat damals fast 4.200 Pfund gekostet. Wenn man das heute inflationsbereinigt betrachtet, dann liegen wir über 100.000 Euro. Also das musste man sich erstmal leisten wollen. Klingt heute so klein, ja. 4.175 Pfund waren es, glaube ich, exakt genau. Das klingt heute so wenig, aber inflationsbereinigt ist es heute natürlich viel, viel mehr. Es war ein absolutes Luxusauto. Mit auch entsprechender Luxusmotorisierung. Wir haben ja hier das Lego-Modell. Da kann man jetzt Motorhaube mal aufmachen, da steckt ein reiner Sechszylindermotor drin. Ja, nicht wie heute oftmals damit, jetzt baue ich schon ein bisschen auseinander. Nein, ich meine das nicht böse, alles gut. Nicht wie heute oftmals mit 3 Liter Hubraum, sondern damals mächtige 4 Liter Hubraum mit offiziell DIN PS 286. Ja, ist ja auch so eine PS-Zahl, die einem immer wieder begegnet. Aber 286 PS damals war wirklich eine echte Nummer. Und das Auto hat auch für damalige Verhältnisse richtig beschleunigt. Also von 0 bis 60 Meilen pro Stunde, also 97 km/h, muss man ein bisschen aufpassen. Bei der Umrechnung sind das 7,1 Sekunden, mit denen er angegeben war. Und fast 230 km/h Höchstgeschwindigkeit. Also eine echte Nummer. Damit hast du auf den damaligen Straßen quasi keine Gegner gekannt. Großartig. Ja, und jetzt habe ich die Haube schon zugemacht. Und dabei kann man hier mal schön drunter gucken. Mir ist da so ein Teil abgefallen. Muss ich nachher wieder dran machen. Dann machen wir es mal gleich hier dran. So, da sieht man hier sehr, sehr schön, wie der reine Sechszylinder hier so ein bisschen quer da drin liegt. Sehr, sehr nett. Ja, guckt man sich gerne an. Ein Wahnsinnsauto. So, aber das Spezielle an diesem Auto ist ja, was daran umgebaut worden ist, was für diesen Film geschehen ist. Und wenn ich jetzt hier dieses Lego-Modell habe, dann hat Lego in verschiedensten Bereichen eben versucht, diese Umbauten auch darzustellen. Und ich finde es beeindruckend, was sie da gemacht haben. Zum einen, das kann ich mal abseits davon sagen, was das für ein Kultauto schlechthin ist, finde ich insgesamt das Auto von seiner Formgebung, von der Farbgebung sehr gelungen. Ja, das ist überhaupt nicht extrovertiert, sondern es steht sehr elegant und sehr fein da. Und ich finde, es trifft das Auto von damals sehr, sehr gut. Und dieses Auto ist voll mit Gadgets, die Q für James Bond eingebaut hat.
Und wir können ja mal mit ein paar Gadgets anfangen. Ja, zum Beispiel ganz einfach und ganz bescheiden machen wir mal hier die Tür auf. Da ist ein roter Hörer drin. Telefon. Ist heute völlig selbstverständlich. Damals war das, wow, absolut. Da hast du ins Auto reingeguckt, was, da hat ein Telefonhörer da drin, der kann wirklich aus dem Auto heraus telefonieren. Ja, das war damals was ganz Besonderes. Oder, ja, wir gucken mal hier in die Mittelkonsole und dann sehen wir, wie man hier, so, jetzt habe ich ihn ausgeklappt, so einen Radarbildschirm ausklappen kann. Damals auch Wahnsinn, dass man das Auto von der Position her sehen kann und auch andere Autos, etwas, was wir heutzutage, sobald wir Google anmachen, kennen. Damals war das was ganz Besonderes und übrigens Fun Fact, das taucht im Film auch nochmal auf, ist ganz lustig, man sieht den Genfer See, Genf, wo das Auto positioniert sein soll und man weiß ganz genau, dass die Stelle, wo er jetzt gerade am Genfer See sein soll, das ist jetzt eine andere Stelle, wo er sich da gerade befindet, definitiv nicht dort ist, sondern sie ist rund 200 Kilometer entfernt, an einem ganz anderen Pass. Dieser Pass liegt nicht in der Nähe des Genfer Sees. Aber so ist das halt in diesen Filmen. Es sind halt unglaubliche Gadgets drin und man sieht hinter mir auch gerade noch die Verfolgungsjagd, als die Chinesen hinterherfahren und aus dem DB5 wird so eine Nebelwand hinten rausgelassen. Gibt dann später noch eine Szene, wo Öl hinten rausgelassen wird, damit die eben ins Schleudern kommen. Dann konnte man aber bei diesem Auto eben auch eine schusssichere Wand ausfahren. Das kann man bei dem Modell hier von Lego, dadurch, dass man hier den Auspuff dreht, ja, sieht man hier. Und man kann zum Beispiel auch einen Schleudersitz bedienen. Jetzt muss ich mal gucken, ja, dass ich mir das auch gemerkt habe. Man muss zweimal ziehen. Einmal geht oben das Dach auf und dann müsste der Sitz rauskommen. So, einmal ziehen und ja, da ist er. Entschuldigung, das ist genial. Das allein würde das Modell schon für mich alles wert machen. Ja, also klar, das Modell von Lego kostet rund 120 Euro, kommt immer ein bisschen drauf an, wo man es sich gerade bestellt. Aber wirklich genial umgesetzt. Mit zweimal ziehen, schießt er raus. Das ist echt James Bond-mäßig. Gefällt mir unglaublich gut. Ist sehr, sehr schön. Auch mit dem Dach richtig geil gemacht. So, jetzt kann ich aber da vorne auch noch die Brownings Maschinengewehre bedienen. So, kann ich hier ein- und ausfahren, sage. Sehr, sehr schön gemacht. Und das ist Lego at its best. Also manchmal kann man bei Lego ja so ein bisschen diskutieren, ob sie da jetzt etwas reinbauen oder eine komplizierte Mechanik da reinmachen, die im Endeffekt jetzt nicht zum Spielen geeignet ist und man sie sowieso kaum sieht. Aber in diesem Fall habe ich hier halt Punkte, das begeistert einen als James Bond Fan, weil sie dort das treffen, was im Film eben passiert ist. Das begeistert einen aber auch als Kind, wenn man sich das einfach vorstellt. Du zeigst das, was weiß ich, deinem Sohn, deiner Tochter und sagst, guck mal hier, zack. Ja, das ist doch genial. Ja, dann gehen die doch ab. Die machen das natürlich den ganzen Tag und dann ist dein Modell auch irgendwann hin. Das musst du natürlich wissen. Das Einzige, was an dem Modell, was man halt ein bisschen aufpassen muss, ist dadurch, dass das hier alles so viel feine Mechanik ist, die irgendwas macht. Da hast du immer das Gefühl, du machst irgendwas kaputt. Ich habe ja schon Teile auseinandergenommen. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Es gibt auch so Aufsitze, zum Beispiel hier für die Felgen. Wenn man da diesen Aufschlitzer halt haben will, dann fährt er natürlich nicht wie im Film aus, sondern den kann man hier aufsetzen. Und dann gibt's Wechselkennzeichen. Also vorhin beim Bullet habe ich ja noch, beim Ford Mustang, der im Film Bullet mitgespielt hat, habe ich ja noch kritisiert, dass für mich da nicht die richtigen Kennzeichen drauf sind. Und hier kann man die Kennzeichen wechseln. Also halt vorne Wechselkennzeichen. So, ja, schön. Das hat das Auto damals maximal getarnt. Also es ist insgesamt ein wirklich schönes Modell, definitiv. Das ist Lego at its best. Das Modell ist leider schon vergeben, aber ich habe ja die einmalige Chance und hinter mir läuft es ja auch schon, mir eins der 25 Exemplare zu sichern, die Aston Martin vom DB5 nachgebaut hat mit den Gadgets drin. Man sieht hier vorne die Maschinengewehre, Brownings, natürlich ist da nur ein Lichtchen, ein LED-Lichtchen drin, macht da tut halt so. Ja. In Wirklichkeit wird da nicht rausgeschossen, man muss das heutzutage ja dazu sagen. So, und jetzt haben wir hier natürlich noch die anderen Gadgets. Damals Wechselkennzeichen, dann die schusssichere Wand, die hier ausfährt, anscheinend ist da schon drauf geschossen worden. Hier ist nochmal die Nebelmaschine, mit denen er im Film dann versucht hat, das Auto mit den Chinesen entsprechend auf die falsche Fährte zu locken. Dann kommt hier das Öl raus, in diesem Fall ist es einfach Wasser. Heutzutage mit den ganzen Systemen, ESP und so weiter, wird das auch nicht mehr viel bringen, außer du machst es bei sehr, 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 sehr hohen Geschwindigkeiten. Ja, und dann die Mittelkonsole mit den ganzen Bedieneinheiten. Also das ist ein Auto, wenn ich das Kleingeld hätte, boah, das würde ich mir holen. Komm, ist doch großartig.
Schau vor, du hast noch Kiddies. Und du zeigst dann denen und kannst, hier, drück mal da drauf. Und wenn du da drauf drückst, wird der Papa gleich mit dem Schleudersitz. Ja, findet der Kleine doch genial. Ja, ist doch super. Freut er sich. Wenn der Papa über den Schleudersitz, egal. Das Telefon in den Türen drin. Also wirklich großartig, muss ich schon sagen. Und was ich halt auch großartig finde, ist, dass das Lego geschafft hat, mit diesem Modell hier diesen Geist auch so ein bisschen aufzunehmen und in den Details für mich sehr, sehr spielfähige Lösungen zeigt. Schön! Eins von diesen 25 Modellen kann man kaufen. Schlappe 3,5 Millionen Euro. Wobei, ich muss sagen, wenn ich jetzt das Geld zum Spielen hätte, dann würde ich mir auch sowas zum Spielen nach Hause holen. Wer das Geld zum Spielen nicht hat, der kann sich ja die kleine Spielvariante holen. Hier den Lego DB5 mit diesen wirklich tollen Gadget-Lösungen. Da ist man halt dann schon mit 120 Euro dabei. Für manche ist das sogar noch mehr Spaß als ein großes Auto hier. Auto, Motor und Sport Channel, der TV-Sender. Jetzt in den App Store und die Auto, Motor und Sport Channel App runterladen.